Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren oder zur letzten Dienstagsfolge hier auf dem Elf-Match-Map. So wird es jedenfalls in Worten behauptet. Moin Moin. 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 Genau, die Behauptung lassen wir mal so stehen. Denn sieht ganz gut aus bei uns im Norden. Wenn der Taschenrechner ganz ist. Ja, nicht verrechnet haben. Ist T minus 1,3 Millionen. Finanzminister gibt keinen Kommentar. Ja, das ist ja normal. Schweigt. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, wir müssen noch eine ganze Reihe verkaufen, müssen die Paletten noch kaufen, müssen noch eingelagert werden. Das wird alles noch dauern. Also die Wahrscheinlichkeit aber, dass es am Samstagabend dann im Livestream zu Ende sein wird, dieses aktuelle Match ist relativ hoch. Es sei denn, wie ich auch im Stream schon sagte, es kommen noch irgendwelche Überraschungen um die Ecke. Sprich, die anderen beiden Teams legen ihr Geld zusammen oder ich weiß nicht. Der Bauhof ist und lässt die Challenge starten. Genau, der Bauhof überlegt sich irgendwas und es gibt auf einmal eine große Challenge wieder und wir kommen gar nicht dazu, die Paletten einzulagern. Nein. Auszulagern ist eher das Problem, oder? Ja, auslagern und dann wieder einlagern in der Mitte. Da es dem Ende zugeht, haben wir vorhin beschlossen, es gibt nächste Woche keine Challenge. Gab es noch gute Ideen? Ja, eine gute Idee hätten wir noch gehabt. Das wäre noch eine von Tamara und Maxim, aber... Was in ähnlicher Art gab es schon von dem her. Ballenstapel? Nein, es wäre kein Ballenstapel gewesen. Es wäre wieder eine Art Rallye über die Karte gewesen. Ja. Aber Zeit ist doch, oder nicht? Zeit wäre theoretisch. Und dann können wir sie vorbereiten. Das ist nachher gleich passiert. Da kann man ja unter der Woche mal fragen. Wie gesagt, das ist eine Sache, ich denke jetzt mal in 10 Minuten ist die vorbereitet. Regeln sind ja auch schon geschrieben, die hat auch schon jeder, also mit dem her, es geht schnell. Ja. Erstmal gucken, ob ein nächster Stream überhaupt ist, oder? Also das werden wir nicht schaffen jetzt in den Folgen. Ne? Dauert ja auch noch, bevor die Brücke aufgeht. Da müssen wir noch ein paar Verkaufstouren starten. Toiletten kaufen, auslagern und wieder einlagern. Also. Irgendwie zwischen 11 und 12 Uhr Ingame-Zeit werden wir heute ja noch kommen mit dem Volk. Ja. Gemeine Challenge, wo es also als Preis, was weiß ich, 10 Goldpaletten gibt. Hm. Boah. Das war ein bisschen viel, ne? 5 Millionen Preisgeld. Auf jeden Fall würde sich da jeder anstrengen. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das hätten wir eigentlich die letzte Zeit immer wieder machen können. Eigentlich so die letzten paar Matches, so der Sieger eine Goldpalette. Ja, stimmt. Für nächstes Jahr. Fürs nächste kann man sich ja sowas in der Art überlegen. Ja, da muss man nochmal irgendwie kreativ sich überlegen, dann wie was. Ein paar neue Regeln hätten wir ja schon, aber. Mal gucken, ob es überhaupt eins gibt und wie. Und ja, irgendwann bestimmt. Erstmal will ich jetzt dieses Schlag den Fett auch nochmal ein bisschen vorantreiben. Das heißt, da muss ich mich auch nochmal ransetzen mit dir. Die normale Marsch-Map noch mal ein bisschen überarbeiten, mit kleinen Wettkampfbereichen ergänzen.
Mal gucken, wie lange, wie wir auch schon im Stream sagten, wie lange wir noch ungewiss sind, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit dem Landwirtschaftssimulator generell. Und dann muss man sich ja, wenn man wieder ein neues Match startet, ja auch gerne wieder irgendwas überlegen. Vielleicht kommen nochmal 20 DLCs. Aber natürlich alle für kleine Karten. Ja. Natürlich. Die Schweiz ist ein kleines Land, weißt du? Irgendwo ist die Inspiration schon geholt, weißt du? Ja. Oder Haustür sozusagen. Natürlich. Motorisch. Natürlich. So. Also das Giants Büro ist in der Schweiz. Ja, immer werden sie was Neues machen müssen. Ja. Was meinst du? Zum Class DLC hätte ich denen beinahe mal einen Hausbesuch abgestattet. Weil da hatten die doch Probleme mit dem Bezahlen. Hm. Da wurde genau. Die. Einfach in Ungewissen gelassen. Ja. Und ich habe circa 1,5 Stunden von mir zu Hause bis zum Büro. Ja. Wolltest du persönlich den hier Code da abholen, oder? Ich hätte den gerade mal die Tür eingetreten, hätte gefragt, ganz höflich gefragt, ob die noch ganz bei Trost sind. Aber hast du es dann doch noch irgendwann, oder ihr habt es doch noch gekriegt? Ja. Ohne persönlich vorstellig zu werden. Ja. Vor allem, das war wirklich kurz bevor wir Freitagabend streamen wollten, war der Code da und ja. Boah. Zu spät. Ja, Matze, dann fahr mal hin und frag mal, was mit dem nächsten LS-Teil ist. Ja, machen wir wahrscheinlich dann. Wenn wir mit der Grenze weniger Probleme haben. Hattest du eigentlich die Fleischladung schon fertig gemacht? Ja. Mit einer Brücke sozusagen? Warte auf die Brücke. Oh. Gleich nach der Rewe. Ich würde jetzt hier einen Helfer einstellen, ne? Dann kann ich gleich Mischfutter verkaufen, du die Paletten. Gucken, ob sich da am Preis noch was getan hat. Ne, Lamm und Rind immer noch am besten bei Rewe. Und Futter bei ATR. Wo ist ATR? Auf und zieht noch an. ATR war bei Salazar, ne? Ja. Sind da ein Tausender hin überweisen und auch wegen Rewe ein Tausender überweisen? Oder hast du das schon? Nein, mach ich gleich. Nee, hat er noch nicht. Oh, bestimmt. Nein. Nein, noch nicht. Doch, bestimmt. Nein, auch nicht. Du hast deinen Finanzminister nicht gut gezogen. Nee, ne? Also in Wirklichkeit würden die Finanzminister besser spurten. Gleich mal einen Bunker. Machen wir den Wirtschaftsminister. Minister und ehrlich sein, das passt nicht zusammen. Nee. Das widerspricht sich automatisch. Ja.
Politiker und ehrlich zu sein. Ja. Ja. Immer das Volk für dumm verkaufen. Wahlkreisige Versprechungen machen. Danke, danke. Ja, das, der Lehrgang für Politiker besteht doch daraus. Das ist wie bei den Fußer. Das sagen zu können, was die anderen hören wollen und trotzdem das machen zu können, was man will. Viel erzählen, aber nichts sagen, ne? Diese Diskrepanz auch dann noch zu vertuschen, das ist Politik. Ja. Das ist auch so wie die Fußballer, die lernen ja auch schon schweiben. Ja, das ist genau das ist ein ähnliches Thema. Schauspiel, die brauchen Schauspieler auch. Ja. Der größte Schauspieler im Fußball ist ja Ronaldo. Neymar ist noch besser. Neymar. Der ist sogar noch deutlich besser. Also Ronaldo Neymar. Geht eigentlich noch, was das angeht. Neymar ist doch letztens, hatte ich gerade gelesen, er ist zweimal zwischen Dollar gefoult worden und ist einfach vom Platz gegangen. Hatte keinen Bock mehr. Ich glaube, der Trainer. Ich habe es jetzt nicht zu Ende gelesen, ich habe es auch nicht angeguckt, aber das hatte ich nur als Schlagzeile gelesen. Von wegen Neymar wurde zweimal gefoult und hat einfach das Spielfeld verlassen. Bei dem, was der am Abend auf dem Konto hat, ist es dem scheißegal. Ja. Aha. Mach das mal als Normalo in einem Betrieb. Ach, stand auch Messi. Aber Messi muss Steuern nachzahlen, knapp 150 Millionen. Ja, wir das machen, das sagen wir mal. Gleich mal Arbeitsverweigerung, Abmahnung, zack, tschüss. Sagen sie gleich, ja, wenn du jetzt gehst, brauchst du morgen auch nicht wiederkommen. Ja, vor allem verdienen wir im Leben nicht das, was die in der Woche verdienen. Wenn du Freitag nicht kommst, kannst du heute auch zu Hause bleiben. Juhu, 4 Tage Wochenende. Oh, Alex. Oh, Scheiße. Doch, ja, ich saß mal auf der Brücke, ihr beide in die gleiche Richtung. Was da passiert Mann, ist? Mann. Gerd hat Alex hier angefahren, oder? Ja. Fast übel gefahren. Er hat fast Traktor versenkt. Auf der Brücke. Jetzt hatte ich Abstand. Ich fahre schon das, was der Trecker hergibt. Ich hatte voll Pull. Wollt's nicht vom Gas gehen, mal keine Zeit verlieren. Hallo, hier ist Rechtsverkehr. Was? Recht? Diese Krampe-Trailer, die haben ja sogar eine Abladeluke, ne? Wusste ich gar nicht. Hinten, wo es so ein bisschen rauskleckert dann. Oh, mit U. Das ist jetzt Kornschieber. Ja. Kornschieber, ja. Na, das hat sich auch fleischmäßig gelohnt. Ja. Kommt deine Heckklappe auch nicht an den hinteren Trailer dran, wenn du es so machst. Richtig.
So, und wieder zurück rasen. Nächste Lage fertig machen. Oder einen Namen. Holger, was machst du da? Was? Ah, LKW dreht sich ein. Kann ich mal ein Loch im Zaun schneiden hier bei dem Großhandel. Hat er schon Bier verkauft? Zweite Leitung, ja. Da müssen wir also auch hin. Bier verkaufen. Einmal Fassbier und einmal Kiste. Okay. Das ist bloß Kiste. Fässer muss ich auch noch bringen. Beginn mit der Fässer. Dann. Bist du schon da? Nein. Aber ich dachte, wir fahren mit beiden. Bin einmal einen Baum anknüpfen. Warum? Ja. Ich habe Zeit. Ja. Ist unter dem Weg. Geert ist zum Baumkuschler geworden. Wundere mich auch, warum du noch nicht wieder zurück bist von der Verkaufstour. Jetzt weiß ich's. Er schmust mit der Rinde. Du hast dich verdoppelt. Wieso? Weil du vor mir stehst. Ist nur ein Helfer erlaubt. Also, ich bin überall. Ja, Benni zeigt präsent. Körperlich anwesend. Müssen wir kurz was probieren hier, Gerd, ob das funktioniert. Kannst du einmal hier rüberkommen? Oder bist du schon am. Holst du schon Kiste? Ich bin schon am Laden. Okay. Ich hab die erste 20.
Hast du noch mehr da? Ja, nee, sonst hätten wir es übereinander laden können. Mit Autoload und dann mit dem, was man noch übrig hat, 10 Paletten mehr mit raufladen, einfach auf die Fläche dann. Angurte rum und gut. Damit man anstatt 40 Paletten irgendwie 50 oder so mitkriegt auf einem Trailer. Gefühlt ist ja bei beiden der gleiche Bestpreis, ne? Aber wie würden wir das machen? Per Hand aufladen. Geht nicht. Ja, also nicht. Komplett manuell meinst du, ja. Na ja, habt doch hier so einen Teleskoplader. Wenn du den per Autoloten nimmst. Ne, du musst erst Autoload machen, dann die anderen drauf. Ja, genau. Weil sonst lädst du die auf die Verladefläche stehen. Aber kann er so hoch abladen? Ich lade jetzt bei dir rüber, Gerd. Ich versuch mal dir das jetzt auf deine Fläche zu laden und dann müsstest du eine Spanngurte nehmen und dann hast du hier 47 Paletten mit. Nicht alles. Hält nicht. Wie hast du mitgekriegt? Keine Ahnung. Gar keine, aber ich glaube, jetzt habe ich durch Autoload-Tricken dir sie wieder weggenommen. So, warte doch leider mal kurz. Ich glaube nämlich, das machen wir in der nächsten Folge. Kommt zum Ende der heutigen Folge. Ach so, ja. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann geht's Donnerstag ja weiter. 9 Uhr. Bis dahin. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.